Hallo liebe Leser von Lilly's Corner, ich bin's, die Lilly. Ich habe ein kleines Video für euch vorbereitet anlässlich meiner Lesestatistik. Und zwar möchte ich die dieses Jahr gerne ein bisschen verändern. Mir ist aufgefallen, weil ich ganz gerne Statistiken lese, auch auf anderen Blogs. Ich bin Fan von Statistiken, deswegen mache ich die auch selber. Also ja, das ist irgendwie so ein Tick von mir. Und wenn ich die auf anderen Blogs lese, ist mir aufgefallen, dass ich manchmal gar nicht so genau weiß, wenn da steht, das und das hat derjenige gelesen, wie hat es demjenigen eigentlich gefallen. Ich weiß dann vielleicht, ich habe die Rezension dazu gelesen, aber ich habe nicht mehr so hundertprozentig vielleicht im Kopf bei dem vielen, was man doch liest. Hat es demjenigen gut gefallen? Was fand er gut? Und habe mir dann gedacht, naja gut, das geht wahrscheinlich euch genauso, wie es mir geht. Und dass somit der Lesestatistik mit diesen reinen, ja, sachlichen Fakten irgendwie das Wichtigste fehlt. Nämlich so ein bisschen der emotionale Rückblick, einfach zu gucken, ja, was habe ich gelesen und was hat es mir hinterlassen? Also inwiefern haben mich die Bücher mitgenommen? Inwiefern haben sie mich berührt oder begeistert? Wem würde ich sie empfehlen und würde ich sie überhaupt empfehlen? Und irgendwie drückt das die Statistik nicht wirklich aus. Also ich meine, klar, ich sage, welche drei meine Highlights waren oder so, oder wenn ich einen Flop hatte, aber das ist irgendwie ja nicht wirklich dasselbe. Also es bezieht sich nicht auf alle Bücher und insofern dachte ich mir, macht es Sinn, dass ich für euch nochmal ein Video mache am Ende des Monats, in dem ich euch zeige, was ich gelesen habe, wie ich es fand und ob ich es und wem ich es empfehlen würde. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich fange mal mit dem ersten Buch an, was ich gelesen habe. Und zwar war mein erstes Buch 2013, Rubinrot von Kerstin Gier. Das ist der erste Teil der Edelstein-Trilogie. Und seht ihr mich noch? nicht so wichtig wie das Buch. Ihr habt das Buch sicherlich wahrscheinlich schon selber gelesen, vielleicht sogar die ganze Reihe schon, die ganze Trilogie schon. Zumindest habt ihr sicherlich auf ganz vielen Blogs schon Rezensionen dazu gelesen. Ich habe das Buch erst dieses Jahr gelesen und ich bin aber auch einer der vielen Fans des Buchs. Und zwar hat mich das Buch total begeistern können. Das Buch ist witzig, das Buch ist spannend, das Buch ist romantisch und Zeitreisegeschichten mag ich sowieso sehr gerne und die hier ist wirklich total süß, umgesetzt. Die Figuren, die vorkommen, finde ich ganz, ganz toll. Das Buch sieht so super schön aus, ist super schön gestaltet vom Cover her auch und so. Also ich finde es ganz toll und ich muss sagen, ja, ich finde, der Schreibstil von Kerstin Gier ist super angenehm, das lässt sich super schnell lesen, das Buch, und kann das wirklich jedem Fantasy-Fan oder Jugendbuch-Fan empfehlen. Das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Buch und ich bin schon sehr gespannt auf die Umsetzung des Films zu dem Buch, der jetzt im März erscheint, und werde den zweiten Teil, Saphir Blau, jetzt im Februar zusammen mit meiner lieben Julia, also mit Lina, mit meiner Partnerbloggerin, werde ich den zweiten Teil im Februar lesen in einer gemeinsamen Leserunde. Ihr findet links in meiner Sidebar den Ankündigungspost dazu verlinkt, weil wenn ihr möchtet und müsst den zweiten Teil oder wollt den zweiten Teil auch lesen, dann könnt ihr gerne bei der Leserunde mitmachen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Das Buch hat 5 goldene Feen bekommen. Also konnte man sich, glaube ich, denken bei dem, was ich gesagt habe. Dann habe ich gelesen Anne Herz, Glückskekse. Ganz andere Richtung. Jeder, der gerne, glaube ich, Chick-Lit liest oder Frauenromane, kennt Anne Herz vermutlich. Ich habe von ihr schon Sternschnuppen gelesen, was mir sehr gut gefallen hat. Glückskekse fand ich nicht ganz so gut. Es hat 4 Feen von mir bekommen. Es geht ein bisschen um die Frage danach, ja, was macht mich glücklich im Leben und wie finde ich das Glück und was bedeutet das überhaupt? Und die Thematik hat mir auch super gut gefallen. Ich lese sowas gerne in Frauenbüchern, wenn es eben auch immer so ein bisschen um so ganz einfache, realitätsnahe Fragen geht, die wir irgendwie ja alle kennen. Aber es gab hin und wieder einfach Längen im Buch, die mich total aus dieser eigentlichen Dynamik und aus der eigentlichen witzigen Grundstory rausgerissen haben, was an einer der Protagonisten im Buch lag. Der ist Autor.
der Roland, und ja, flüchtet sich ganz gerne immer mal aus der Realität, wenn was nicht so läuft, in seine Romanideen. Und die fließen dann im Buch ein als Textpassagen. Und die haben mich immer so aus dem Eigentlichen rausgerissen. Deswegen nur 4 Feen. Das kann aber euch ganz anders gehen, dass euch das viel mehr zusagt. Also so oder so, das Buch ist auf jeden Fall eine gute Unterhaltungsliteratur, sehr entspannt für zwischendurch, ist auch nicht zu dick. Ja, hat glaube ich 329 Seiten oder so. Ich habe es aufgeschrieben. Ja, 329 Seiten. Und ist echt ein schönes Buch für zwischendurch. Kann ich euch nur empfehlen. So, das dritte Buch, das ich gelesen habe diesen Monat, ist der erste Teil von Das Buch der Schatten, Verwandlung von Kate Tierney. Das ist eine Fantasy-Buchreihe. Da geht es um Wicker, um Hexen und um Magie. Wer das gerne liest, so in Richtung Charmed, sag ich mal, für den und Jugendbücher mag, also für den ist das auf jeden Fall genau das Richtige. Mir hat das Buch auch sehr gut gefallen, es hat 4 Feen bekommen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mit der Thematik warm zu werden, obwohl ich es gerne lese. Ich nehme an, das war auch ein bisschen der Umschwung von diesem Erwachsenenbuch zu doch so einem Jugendbuch mit einer Protagonistin von 16, die sich auch sehr teenagermäßig verhält. Es kam am Anfang auch so ein bisschen, als sie die Schulcliquen beschreibt, unheimlich viele Namen vor, bei denen ich auch jetzt nicht wusste, spielen die noch eine Rolle, musst du dir die merken, oder ist das eigentlich total unwichtig? Und ja, da war ich irgendwie ein bisschen überfordert mit. Und ja, das Buch selbst ist aber wirklich ganz toll, sehr unterhaltsam und am Ende auch richtig, richtig spannend, dass ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Und den zweiten Teil, was ich ja bald lesen werde, das Buch selbst habt ihr ruckzuck gelesen, das hat gerade mal 254 Seiten und da ist es auch empfehlenswert, wenn man den nächsten gleich hat, weil es wirklich, gerade wenn man drin ist, ist es schon vorbei. Also das ist ein bisschen schade. Es hätte ruhig ein bisschen länger für mich sein dürfen. Also 4 Feen, tolles Fantasy-Buch. So, dann habe ich gelesen die Auswahl. Cassia und Kai, der erste Teil der dystopischen Trilogie von Ellie Condy. Ihr habt sicherlich auf Blogs momentan eher die Flucht, das ist der zweite oder sogar die Ankunft, den dritten Teil der Reihe in Rezensionsform gefunden. Also zumindest ist mir das so gegangen. Ich habe auch nicht so viel Gutes über den zweiten gehört, aber egal. Das ist der erste und der hat mich wahnsinnig begeistert. Ich bin total Fan von diesem Buch. Und zwar, ja, das hat tolle Protagonisten, die haben mir sehr gut gefallen. Das ist spannend, das ist romantisch, ohne dass das jetzt in der Dystopie zu sehr im Vordergrund rückt. Aber ganz besonders gut fand ich das Buch einfach wegen der dystopischen Welt, in der es spielt. Dieses Buch spielt nicht unbedingt in der Welt, wo man sagen kann, ja, da ist alles schlecht und alles furchtbar, sondern diese Welt von Cassia, in der sie lebt, hat durchaus auch positive Aspekte. Allerdings auf der anderen Seite dann wieder sehr unmenschliche und ja, soll ich das sagen, erschütternde und abschreckende Aspekte, bei denen man tief schlucken muss. Also mir ging das so. Und das macht das Buch unheimlich realitätsnah. Also mir ging das so, dass ich das unheimlich realistisch fand. Ich hatte immer das Gefühl, ja, das könnte so sein. Und deswegen hat das Buch von der Idee her mich total begeistert und total mitgenommen. Es ist auch ein bisschen stiller, leiser. Ich mag das sowieso gerne und insofern, also das Buch würde ich nicht nur Dystopie-Fans, sondern auch jedem empfehlen, der vielleicht mal in das Genre reinschnuppern möchte, der sagt, ich habe es bisher noch nicht so mit Dystopien gehabt, ich würde es gerne mal ausprobieren. Also ich finde, das ist ein super, super Einsteigerbuch in die Dystopie-Welt, weil ich finde, dass die trotzdem unheimlich realistisch dargestellt ist. Und ich hoffe, dass mir der zweite Teil besser gefällt, als ich jetzt woanders gelesen habe von Leuten, die sehr enttäuscht waren. Also ich hoffe, dass es mir trotzdem gefällt. So, das ist der dritte Teil. Auch da, ne, also es hat jetzt 5 goldene Feen bekommen. Ich vergesse das immer, aber ihr wisst ja, wie es mir gefallen hat. So, das habe ich als nächstes gelesen. Wünsche für ein ganzes Leben von Melissa Hill. Das ist auch ein ganz wunderschönes Buch. Ich habe die Autorin auf Amazon gefunden und über ein ganz anderes Buch von ihr, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und habe mich dann so durch die Bücher geklickt, die sie geschrieben hat. Und habe die irgendwie, glaube ich, alle auf meine Wunschliste, weil die alle so schön klangen. Und das ist ihr ältestes Buch.
oder zumindest von denen die ich jetzt gefunden habe. Und habe dann damit angefangen und ich bereue das nicht. Dieses Buch ist wunderschön. Es erzählt drei Geschichten von drei unterschiedlichen Frauen, die durch einen Schicksalsschlag miteinander verbunden sind, aber erstmal total unabhängig nebenher laufen. Und das Tolle an dem Buch ist, dass es in Irland spielt, in Dublin, und die Figuren auch alle so ein bisschen so einen irischen eigenen Charme haben. Und das ist super süß. Also ich habe mich sofort in diese Figuren verliebt und in diese Storys, die so richtig alt sind und sich damit auch beschäftigen. Ja, wie kann das Leben manchmal spielen, dass man merkt, was man im Leben eigentlich hat, was man haben will, wo man hin will, wie man vielleicht lebt und was einem wichtig ist im Leben. Und es war auf der einen Seite sehr rührend, manchmal auch sehr traurig, sehr erschütternd. Und auf jeden Fall ist es sehr ins Herz gegangen, dieses Buch. Also es hat mich wirklich bewegt. Und obwohl es sehr dick ist, es hat 500 Seiten, habe ich das wirklich sehr schnell gelesen, weil es auf seine Art emotional einfach unheimlich spannend war und mitreißend. Und was schade ist, ist, dass es dieses Buch im Knauer Verlag nicht mehr gibt. Also es findet man auch nicht mehr im Programm. Und auch bei Amazon gibt es das nur noch gebraucht, weswegen ich mich dazu entschlossen habe, mich von dem Buch zu trennen, obwohl ich das sonst gerne behalten hätte. Ich werde dieses Buch vertauschen, damit es vielleicht wenigstens noch wer anders lesen kann, wenn ich das wirklich für lesenswert erachte. Also wenn ihr das irgendwo gebraucht kriegen könnt oder so, holt es euch. Ich finde es wahnsinnig toll. Und wer Interesse an dem Buch hat oder das tauschen oder kaufen möchte, der kann sich gerne hier unter dem Video melden oder mich per E-Mail anschreiben. Ihr werdet das dann auch, sobald ich meine Tauschecke aktualisiert habe, dort finden. Also, wenn ihr gerne mal so einen Roman lest, was fürs Herz, dann ist das genau das Richtige. Hat 5 Feen bekommen. So, dieses Buch, ich sagte das jetzt zuerst, hat 4 Feen bekommen. Und zwar ist das Nightwalker, Jägerin der Nacht von Jocelyn Drake, der erste Teil einer Reihe, in der es um Vampire geht. Ich muss dazu sagen, dass Vampire eine Thematik sind, mit der ich eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Ich mag Feen, ich liebe Feen, was, glaube ich, keinen verwundert. Ich mag Werwölfe, ich finde Werwölfe ganz faszinierend und toll, wenn sie nicht gerade irgendwie sabbernde, hohle Monster sind oder so. Also klar, aber ja, Vampire also ich sehe da nicht unbedingt sehr viel Spannendes drin. Ich finde das auch nicht unbedingt erotisch in keinster Weise. Ich finde es blutig und blutig ist eh nicht meins. Und ja, also Vampire ist einfach nicht meins. Und in dem Buch, in dem Fall war es so, dass das ein Coverkauf war. Ich wusste erst gar nicht, dass es um Vampire geht. Habe dann angefangen zu lesen. Und habe, weil es auch sofort actionreich losgeht, gedacht, das ist ja überhaupt nicht eins. Ja, und habe dann gedacht, komm, ein bisschen liest du jetzt mal, vielleicht kommst du ja rein. Und da muss ich sagen, diese Charaktere, vor allem Mira, die ja die Vampirin ist, ist so witzig. Die ist sowas von witzig und tough und lässig. Und also ich finde die sowas von klasse, die Frau. Ich habe mich sofort irgendwo mit ihr verbunden gefühlt und also super. Die anderen Charaktere sind klasse und die Story ist so spannend. Die ist so verdammt spannend und interessant. Ich finde es super interessant, die Thematik, dass ich nicht aufhören konnte zu lesen. Ich musste unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und das Buch endet auch so fies, dass ich definitiv noch weiterlesen werde, obwohl das überhaupt nicht meine Thematik ist. Deswegen habe ich dem Buch auf 4 Feen gegeben, weil die Autorin das Buch so gut geschrieben hat, dass es ihr gelungen ist, jemanden wie mich, der mit dem Thema Vampire überhaupt nichts anfangen kann und das eigentlich grundsätzlich nicht überzeugend und gut findet, wirklich so zu begeistern, dass man sagt, mir hat nicht nur das Buch gut gefallen, ich lese die Reihe weiter. Und das war mir dann 4 Sterne wert. Das heißt für euch also, ich kann das Buch guten Gewissens empfehlen, es ist spannend, es ist witzig und unterhaltsam. Jeder, der Vampire gut findet und sagt, ich lese das sowieso gern, ja, der sollte es sowieso schon mal gelesen haben. Also ich halte das für wirklich einen ganz, ganz tollen Reihenauftakt. Ich kann ja nur von dem ersten Teil bisher was sagen, werde aber euch auch bestimmt meine Meinung zum zweiten Teil sagen, weil wie gesagt, das werde ich weiterlesen. So,
Dann habe ich noch gelesen, ganz was anderes, Das göttliche Mädchen von Amy Carter. Das habe ich bei Kates Leselounge gewonnen gehabt, bei einem Gewinnspiel. Und das Buch ist super schön. Ich finde das total schön. Also, es hat 5 Feen von mir bekommen. Geht um griechische Mythologie. Das mag ich ja sowieso sehr, sehr gerne. Also, ihr wisst es bestimmt, wenn ihr meinen Blog lest, dass ich großer, großer Fan von Josephine Angelinis Göttlich-Reihe bin. Und ja, auch hier mag ich die Umsetzung der Mythologie. Man sollte da jetzt nicht so mit dem Realismus rangehen, ob das jetzt alles historisch korrekt ist oder wie auch immer. Das interessiert mich in so einem Fall auch gar nicht, weil, wie gesagt, da wird eine Fantasy-Sache rausgemacht und man kann das Rad eh nicht neu erfinden. Und ich finde es immer sehr interessant, was Autoren daraus machen und wie die sich das selber basteln. Und hier ist einfach nur die Liebesgeschichte, ist einfach nur total süß. Also Henry und Kate, die Hauptfiguren, die sind so liebenswert und süß zusammen, und also mir hat es richtig, richtig gut gefallen, richtig schönes, romantisches Buch, und kann ich also jedem, der gerne Fantasy und Romantik liest, auf jeden Fall ans Herz legen. Ich fand es unheimlich berührend und einfach nur schön. Schön, ne? So, und dann habe ich noch gelesen, Jerry Smith Reddy, Die Seelenwächterin. Ich will immer Reedy sagen, das klingt irgendwie besser. Ich glaube, es heißt Reddy. Ja, das ist ein ganz, ganz anderes Buch, Fantasy-mäßig. Da geht es so ein bisschen um Totentiere, Indianer, Mythologie, Religiosität. Ich habe heute die Rezension dazu verfasst. Ich habe mir von dem Buch viel versprochen. Ich habe dabei Steffis Adventskalender mitgemacht und das Glück gehabt, gewonnen zu haben bei Leseglück. Und ich muss sagen, die Umsetzung hat mir leider nicht so gefallen. Das Thema fand ich toll, weil es mal was ganz anderes war und das hat mich echt interessiert. Aber die Umsetzung fand ich nicht so glücklich für mich jetzt. Ich fand es teilweise sehr langweilig, langwierig. Es gibt wenig Dialoge und ich bin jemand, ich liebe Dialoge in Büchern. Ich brauche das. Und das war mir dann teilweise einfach zu langwierig. Also Ria macht viel, die Hauptfigur macht viel mit sich selber aus, denkt viel, es wird viel beschrieben, erklärt, und ja, das war mir einfach streckenweise zu viel und hat mich da nicht so berühren können und mitnehmen können. Und in dem Fall bin ich auch froh, obwohl es einen zweiten Teil gibt, dass die Reihe ja in sich geschlossen endet, weil ich die nicht weiterlesen werde, weil es einfach zu viele Bücher gibt, die ich gerne noch lesen möchte. Und da das hier mich nicht so fesseln konnte, ja, werde ich das so stehen lassen als Einzelband. Empfehle das aber jedem, der es ausprobieren möchte, der sagt, sowas interessiert mich eigentlich, das wäre mal was ganz anderes. Bildet euch eure eigene Meinung, vielleicht gefällt es euch viel besser. Der Schreibstil als solcher, den finde ich trotzdem sehr gut, und auch die Protagonisten sind sympathisch, also probiert es einfach aus. Vielleicht spricht es euch ganz anders an, als es mich angesprochen hat. Ich habe dem Buch 3 Sterne gegeben. Ja? Es ist kein schlechtes Buch, aber es war für mich eben jetzt auch kein besonders gutes. Ja, ganz im Gegensatz zu dem hier, City of Ashes von Cassandra Clare. Das ist der 2. Teil der Mortal Instruments Reihe. Ich lese die ja auf Englisch. Und ich muss sagen, beim ersten, da habe ich damals noch 4 Sterne, also 4 Feen gegeben, weil ja, dieses Triangle, Love Triangle, mir nicht so zugesagt hat. Ich bin ja überhaupt kein Fan davon. Ich lese einfach unheimlich gerne romantische Bücher. Ich bin eine totale Romantikerin. Und ja, habe immer Mitleid mit dem dritten Rad am Wagen, dem Deppen, der irgendwie übrig bleibt. Also das tut mir immer total leid. Und dann kann ich mich überhaupt nicht so wirklich auf diese romantische Story einlassen. Und das ist natürlich schade. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Das fand ich auch unnötig. Und ich muss sagen, in dem Buch war das natürlich anders. Es liegt so ein bisschen am ersten Buch, was ich nicht verraten kann, aber es war auch so anders, es las sich anders, weil hier die Liebesgeschichte zwar schon eine Rolle spielt, aber doch hinter der eigentlichen Geschichte zurücksteckt. Die ist dagegen, wie sage ich das am besten, total spannend, super spannend, mega spannend, also einfach nur krass. Da passiert so viel und die Frau hat so viele Ideen und überrascht einen. Und also das ist Wahnsinn. Diese Welt ist einfach nur wahnsinnig toll.
Es gibt ein Zitat von Stephanie Meyer, die immer sagt, ja, in der Welt würde sie gerne leben. Ich muss sagen, nach dem zweiten Teil kann ich das total verstehen. Ich würde mir wahrscheinlich laufend in die Hose machen vor Angst, aber es ist super toll. Also was es alles für Ideen, für Wesen und für Situationen gibt, klasse. Der Humor im Buch ist einmalig. Ich bin ja jemand, der das liebt, im Buch Büchern lachen zu können, und hier kann man wahnsinnig viel lachen. Die Protagonisten sind klasse. Also sei es jetzt Clary und Jace oder Simon. Ich finde aber auch Alec und Magnus und Isabel toll. Ich finde die Eltern, also die Lightwoods, toll. Ich liebe Luke. Ich liebe Luke, mein Werwölfchen. Und ja, also ein ganz, ganz, ganz tolles Buch, bei dem es am Ende echt drüber und runter geht. Und ich teilweise gar nicht mehr wusste, um wen ich mehr Angst haben soll und wer hoffentlich noch alle, ja, das hoffentlich noch alle leben. Und es war richtig, richtig spannend, witzig, romantisch. Also das Buch hat alles und ist auch mein Januar Top One Highlight. Also wird von mir direkt, sie kommt, nur 5 goldene Feen bekommen. Und also jeder, der die Reihe noch nicht angefangen hat, macht das, lest diese Reihe, ihr werdet die lieben. Und wenn ihr bisher nur den ersten gelesen habt, ganz, ganz, ganz schnell weiterlesen. Also die Bücher sind klasse. Also zumindest dieser zweite Teil hat mich total aus den Socken gehauen. Und ich bin sehr gespannt auf den dritten. Aber den lese ich jetzt nicht. Ich lese jetzt was anderes. Das zeige ich euch zum Abschluss, weil das Buch werde ich mit in den Februar nehmen. Das werde ich nicht morgen in einem Tag lesen können. Und zwar lese ich das Buch in der Maris wunderbar genähten Schutzhülle. Darunter versteckt sich, wenn man den Blog verfolgt, weiß es schon. Und zwar Scherbenmond von Bettina Welitz lese ich. Und ich muss sagen, ich liebe ihren Schreibstil. Das ist sicherlich, ich habe viele Autoren, die ich gerne lese, aber dieser Schreibstil von Bettina Welitz ist was Einmaliges. Ich lese da die ersten paar Zeilen und ja, werde so richtig in das Buch reingesogen. Ich möchte da nie wieder raus auftauchen. Ich liebe Ellie. Ich bin verliebt in Ellie. Ich finde die so klasse. Und ich liebe dieses Buch. Ich habe keine Ahnung, weil es ganz anders anfängt, als ich erwartet hätte. Es ist ja der zweite Teil einer Reihe. Ich habe keine Ahnung, wo Bettina mit mir hin will und was in dem Buch noch passiert und wo das enden soll und wie es dann im dritten weitergeht. Ich weiß gar nichts. Aber ich lasse mich in jede Seite fallen und jedes Mal passiert das automatisch und ich möchte am liebsten gar nicht, dass es aufhört. Und bis jetzt bin ich super begeistert von dem Buch. Ich habe jetzt gerade mal 150 Seiten, da kommt also noch ganz viel. Und ich hoffe, dass ich euch im Februar-Video ganz viel Gutes zu dem Buch sagen kann, was meine Meinung angeht. Und ja, hoffe, ihr habt gerade auch ein Buch, was euch ganz viel Spaß bereitet, wo ihr euren Monat gut mit beenden könnt. Und hoffe, ihr hattet Spaß am Video. Und dann sage ich tschüss und bis bald.